Hä? Von welchem Teil redest du jetzt gerade? Also weder im ersten noch im zweiten Teil muss man das doch machen, oder? Unsinn. Gut, hätten wir das auch erledigt. Nee, zum Leuchtturm gehe ich jetzt nicht nochmal. Was sagt denn die Uhr überhaupt? 15:47 Uhr. Was? Wo muss man das im zweiten Teil denn machen? Ach so, du meinst. Ja, da muss man. Du meinst. Das mit dem Auge von Innos. Das war das Auge von Innos. Wieso ist denn hier so wenig los? Verstehe ich gar nicht. Kannst du nichts leichter. So, lass mal eine Fischsuppe kochen lassen. Mensch, wo sind die ganzen Leute hier? Ist ja gar keiner mehr. Ich habe auch kein Geld, um bei dir zu trainieren. Kommen wir denn so, habe ich nochmal Fälle, die ich abgeben kann? Weiß ich gerade gar nicht. Da bist du ja. Ich habe Wolfsfell, das ist gute Arbeit. Ist das wirklich wahr? So, was kann ich denn jetzt machen? Aus Maul. Die Blutkelch würde ich gerne mal alle sammeln. Habe noch keine Ahnung, wo die alle sind. Information für Gaben. So, wie du sagst. Hört sich das Das nicht brauchte komisch man, an? glaube ich, um die Drachen überhaupt verwunden zu können oder Also so. ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oder um mit ihnen reden zu können. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie so war das. So, ist noch nicht Nacht. Das heißt, ich kann diese Kackstadt noch nicht leer räumen. Na, ein paar Blutfliegen töten. Gehen wir noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, indem wir alles töten, was noch so rumläuft. Das ist jetzt der spannende Teil des Let's Plays. Oh, Snapper. Komme ich mit denen schon klar? Es sind auch noch mehrere. Konnte man das nicht irgendwie zurücklassen? Ah, es sind gleich drei, natürlich. Ich dachte, es wären mehr, aber wenn es nur drei sind, dann töte ich die mal nicht. Sehr langweilig. Ist hier noch irgendwas? Wolf. Wolf ist immer gut. Wie einfach die inzwischen sind. Kaum Da hat ist man so ein nichts. bisschen die Waffe hochgelevelt, geht das ganz einfach. Ach, Schattenläufer. Ich glaube, der geht noch nicht so einfach. Ich glaube, der geht nicht so einfach. Ich soll ein bisschen aufpassen, dass ich ihn nicht aus Versehen wecke. Weil er natürlich fettes Fell hat und gute Erfahrungspunkte gibt. Aber ich glaube einfach, der haut mir einmal und ich bin halt tot. Na Jungs. Noch mehr. Aber scheiß Insekten.
irgendwelche Stechviecher sind halt immer nervig. So realistisch umgesetzt. Orkspäher. Ach, da hinten ist dieser Ork, den man töten soll. Ich war aber auch der Meinung, man hätte... schon so der schwarze Goblins. Oh Gott, der Speer hat mich entdeckt. Okay. Kriege ich den platt? Ich versuch's einfach mal. Oh, die Drachen werden auch noch richtig unangenehm. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, wie stark die waren. Nee. Deswegen habe ich die Ork-Waffe immer gekauft. Oder liegt noch Zeug? Also, das sind nur die Blutkriege. Ich denke mal schon, da liegt noch Pflanzen rum, aber. Okay. Kriege ich noch ein Level zusammengekratzt. Was sagt die Uhrzeit? Noch zu früh zum Umverteilen. Ich enteigne von oben nach unten. Da wo ich bin, ist immer unten. Oh, da sind noch mehr Viecher. Sind das Junge? Das sind noch, wieso sind da noch junge Feldräuber? Das sind noch Riesenratten. Ja, geil. Ich kriege noch ein Level zusammen, das wäre echt schön. Was ist denn da noch so rum? Ich finde auch schön, dass das hier so einfach im Stadtgraben liegt und das juckt halt niemanden. Weil muss ja auch nicht. Muss ich ja nicht für alles. Hallo, nimmst du das jetzt mal mit? Ich hatte mir gesagt, ich meine, dass die recht mächtig waren. Gut, wobei du hast ja ohne Endung gespielt. Da halten die Drachen, da halten die Gegner eh nichts aus. Ich kann mich erinnern, dass die einen ganz schnell killen konnten. Gut, kam natürlich darauf an, wie weit man gelevelt war, aber. Fällt mir ein, ich habe nicht nachgeguckt, ob das mit den Steigerungen der Erfahrungspunkte kosten. Auch im Hauptspiel war oder ob sie das erst im Addon hinzugefügt haben. So, jetzt noch ein paar Pflanzen sammeln. Ah. Noch mehr Pflanzen. Ach. Was liegt denn hier Gold rum? Schon immer gesagt. Naja, werde ich ja sehen, wie problematisch die Drachen sind. Wenn ich die Drachen gefunden habe. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin immer noch in Kapitel 1 nach 20 Stunden Spielzeit oder so. Ich glaube, ich werde auch noch ein bisschen bleiben. Licht war eine Qual für Belia. Und alles, naja, was Licht ist auch eine Qual für mich. Bin ich Belia? Von Belia. Kannst du mich? Sag die Uhrzeit, ist immer noch zu früh. 50ern? Aber nicht beim ersten Drachen, oder? Also dann hättest du, glaube ich, gecheatet. Das ist doch kein, weil beim ersten Drachen Level 50 zu sein, das. Ohne Cheats scheint mir das unwahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich sein werde. Vor allem so wie ich spiele, werde ich auch nie das Ende erreichen. Wobei nach dem ersten, wobei das erste Kapitel ist das mit den wirklich vielen Quests. Dann, naja, das zweite Kapitel hat auch noch Quests wegen dem Addon und danach wird es dann halt schon doch recht dünn, würde ich mal sagen. Bauer,
Vino. Ich weiß nicht, ob Vino noch irgendwas zu tun hat in den späteren Kapiteln. Gibt's außerdem, was ich dir... Ich glaube fast nicht. Oh, da steht noch ein Feldknütterich. Ich glaube, die hatten alle nichts mehr zu sagen. So, was war denn da hinten unten noch? Und dann muss ich mal die Stadt fertig ausräumen, damit ich hoffentlich alle Dings finde. Die goldene Schale. Wird halt alles recht schwierig werden. Ich will mir den Scheiß ja auch nicht angucken, so lange wie ich brauche. Dann halt auch nur die Geistige zurückgebliebene. So, guck mal, ob da hinten runter, da war noch ein Haufen Viecher. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Level war ich denn am Ende? Bestimmt ein Level höher als der Vino. Bin mir ziemlich sicher. So, hier habe ich schon ein bisschen aufgeräumt, glaube ich. Was willst du denn jetzt, hä? Schnauze hier. Die sind einfach einmal so einfach. Aber das ist für ein komisches Geräusch. Wir spielen schon noch und schauen den Max mit Steam mal wieder rein. Was? Du hast deine Spielstände noch? Wie hast du die denn aufgehoben? Und warum? Da Fuck. Hat die Idee gebrannt, ach du Scheiße. Welche ist die ausgewachsen oder Junge? Ja, dann eine Junge. Ist noch weniger Herausforderung. Ist ja noch irgendwas außer Pilze. Nee. Nichts Brauchbares. Nee. Kannst ja. Nee, Moment, ich glaube. Ging das? Nee, ich glaube, wenn man das Addon installiert hatte. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass es sich immer beschwert hat, wenn man auf einer gepatchten Version gespielt hat mit ungepatchten Spielständen. Aber man konnte es ja trotzdem laden und weiterspielen. Hat er mit relativ wenig Probleme immer gehabt. Ich weiß noch nicht, ob das auch funktioniert, wenn man das Addon einfach reinlädt. Ich würde fast sagen, das funktioniert nicht. So, noch mehr Zeug. Das ich gar nicht brauche, aber hey. Mana-Tränke, sehr nützlich, wenn man keine Magie benutzt. Das ist nicht ganz richtig. Ich werde die Teleport-Dinger irgendwann benutzen. Wenn ich sie in 20 Jahren mal bekomme. Lester! Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass der hier war. Ah, ich tue das mal ein paar junge Wölfe. Ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier gab es auch noch größeres Zeug. Ich
wahrscheinlich ungepatcht gespielt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn du das Hauptspiel gespielt hast und dann irgendwann mal ein Patch eingespielt hast, kam zwar eine Warnung, dass das von einem anderen Patchstand ist, du konntest aber problemlos laden. Und dann, wenn man gespeichert und wieder hat, war auch die Meldung weg. Hat er damit auch nie Probleme. Ich glaube, über das Addon drauf wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da halt doch eine Menge zugefügt wurde. Wo kommst du mal her, du dumme Wolf? Wolf, bleib mal stehen! Ja. Och, komm schon! Verarscht mich doch jetzt langsam, oder? Ein Mist viel weniger. So, wo ist jetzt die Ratte hin? Na, erst auf, wo ist die Ratte hin? Hä? Wo ist die Ratte hin? Ich muss nachher eh hoch. Aber ich kann mich echt nicht mehr erinnern, dass da Lester rumsaß. Gut, dass ich nochmal hierher gekommen bin. Gut, dass ich nochmal hier gekommen bin. Ich weiß halt, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof. Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Du musst Xardas von dem Schatten berichten, es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön, wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Ja, nee, nicht Bruderschaft von Nord. Das ist ja aber die coole Bruderschaft mit den Drogen. Wie kommen die jetzt wieder hier runter? Du warst doch da oben.
Oder bist du eine andere Riesenratte? Ja, egal. Tod ist tot, ne? Kleine Blutfliege. Ist sonst noch irgendwas? Hat sich wieder voll gelohnt, hierher zu kommen. War hier nicht auch noch irgendwie Snapper oder sowas? Ich bin mir sicher, war noch irgendwas Größeres. Aber es hackt hier. Wie höre ich mich überhaupt an? Weil ich hatte das schon mal gefragt, aber glaube ich noch keiner da. Weil ich hatte die Woche, wie gesagt, kleine Probleme beim Mikrofon. Ich hoffe, das war nur irgendwie ein loser Stecker. Wenn nicht, muss ich mir wohl irgendwann mal für teuer Geld ein neues Mikrofon kaufen. So ein dummes Grab. Lothar. Auch noch ein beschissener Name hier. Klingt wie immer, also scheiße, cool. Das übliche Knistern und Rauschen, also ich verstehe. So, jetzt ist doch langsam Zeit gekommen, mal in die Stadt zu gehen und Dinge zu finden. Aber wenn ich hier schon bin, könnte ich auch nochmal zu Xardas gehen. Bin mir nicht sicher, ob der was Neues hat.